Aufgabe erfunden. Ja, es geht um die Differentialgleichung y4-minus20y2-64=0. Und Sie wissen ja, da machen Sie die Substitution y gleich e hoch lambda x. Und dann sehen Sie, dass y gleich lambda e hoch lambda x ist. Und y2 ist dann lambda Quadrat e hoch lambda x. Und y4 ist dann lambda hoch 4 e hoch lambda x. Und wenn Sie das einsetzen, erhalten Sie folgendes charakteristisches Polynom. Lambda hoch 4 minus 20 lambda Quadrat plus 64. Das ist das charakteristische Polynom und das setzen wir 0. Und mit diesen Gleichungen scheint es ab und an Schwierigkeiten zu geben. Bisschen, für mich ein bisschen problematisch, weil ich habe immer gedacht, das sei Niveau Klasse 8, da unterrichte ich das brav auch. Aber deswegen werde ich darauf nochmal hinweisen, hier handelt es sich um eine sogenannte biquadratische Gleichung. Eine biquadratische Gleichung ist das. Und eine biquadratische Gleichung ist erstmal von der Form ax hoch 4 plus bx² plus c gleich 0. Ja, das ist so eine biquadratische Gleichung und die löst man immer mit Substitution. Die Substitution lautet w gleich x² oder wenn ich die Gleichung quadriere, w² gleich x hoch 4. Ja, das heißt, dann wird hier raus, okay, hier in dem Fall ist es eben ein Lambda, ein w² minus 20w plus 64 gleich 0. So, und der eine oder andere von Ihnen kriegt das mit Vieta raus. Der nicht Vieta macht, der löst das mit w1,2 gleich minus b. Das minus b ist minus minus 20, also 20 plus oder minus die Wurzel aus 20 im Quadrat. 20 im Quadrat ist 400, minus 4 mal a mal c, 4 mal 1 mal 64, 4 mal 64 ist 256 durch 2a. So, und das ist also 20 plus oder minus die Wurzel aus 144 halbe. Und die Wurzel aus 144, die ist 12, also habe ich 20 plus oder minus 12 halbe, habe also b1 gleich 32 halbe ist 16 und W2 gleich 4. So, das heißt, ich habe jetzt hier die Lösung in dieser Gleichung gerechnet, mache jetzt eine Rücksubstitution, setze also x² wieder gleich W und das ist hier 16 oder x² gleich 4, ja, W1 oder W2. Und x² gleich 16 heißt x gleich plus oder minus 4. X² gleich 4 heißt x gleich plus oder minus 2 und habe dann hier insgesamt 4 Lösungen. Fundamentalsatz der Algebra sagt, es kann höchstens 4 geben. Wenn ich die 4 gefunden habe, bin ich fertig. Und damit kann ich dann direkt die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung angeben. Und die ist e hoch minus 4x mal c1 plus c2 mal e hoch 4x plus c3 mal e hoch minus 2x plus C4 mal E hoch 2. Herr Schmidt, können Sie mal wieder Leute zulassen? Oh, selbstverständlich, Augenblick, ob ich das hinkriege. Ja, da sind tatsächlich noch ein paar da. So, danke für den Hinweis. So, ja, also, ja, das heißt, ich habe hier die allgemeine Lösung, Y gleich C1 E hoch minus 4X plus C2 E hoch 4X plus C3 E hoch minus 2X plus C4 E hoch 2X. Ja, und das Wichtige bei der Aufgabe ist eben diese biquadratische Gleichung, die man eben in dieser Form hier hat und die man dann auf die Art und Weise mit Substitution lösen kann. Da gibt es noch mehr von der Sorte biquadratische Gleichung. Allerdings die biquadratischen Gleichungen, die, ja, wie soll ich sagen, die würden dann das Gesamtsystem sprengen. Die hier, die geht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ax hoch 6 plus bx hoch 3 plus c gleich 0 macht, dann kriegen Sie das auch raus. Aber da kriegen Sie dann hier bei der Rücksubstitution noch zwei komplexe Lösungen. Und ja, das wollen wir dann doch, also in der Prüfung dann eher vermeiden. Also wie gesagt, mit so einer biquadratischen Gleichung in dieser Form müssen Sie rechnen. Allerdings, wie gesagt, ohne Katastrophen, also sowas mache ich nicht. Ich könnte höchstens wieder mit hoch 4 hoch 8 kommen, aber auch das wird dann den Rahmen sprengen, also eher nicht. Gut, also wie gesagt, das ist mir nicht klar gewesen, dass so etwas
zu rechnen nicht Niveau Klasse 8 ist. Und deswegen habe ich das eventuell auch immer so ein bisschen übergangen, weil das für mich derartig normal ist. Und deswegen habe ich es jetzt hier auch explizit nochmal gerechnet. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich so eine Aufgabe in der Prüfung dran habe. Also Sie können da nicht jetzt, lernen Sie das jetzt bitte nicht rauf und runter, ja. Wenn, dann ist höchstens eine Aufgabe, das ist eher weniger, nur, dass ich es mal nochmal mit Ihnen explizit gemacht habe. Derjenige, der mich das gefragt hat, ist das dann okay so in Ihrem Sinne? Also wenn nicht, dann melden Sie einfach, rufen Sie rein, das ist alles kein Ding. So, und das